Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, warum es sich lohnt, das Reframing deiner 360-Grad-Videos mit der Insta360-App zu machen. Dazu öffne ich die Insta360-App. Ich bin hier auf dem iPad. Kannst auch ein anderes Tablet benutzen oder auch dein Handy. Geh dann in das Album. Und diese Clips habe ich gefilmt und dann in die App runtergeladen. Ich filme fast immer im LOG-Modus, also im Log-Modus. Das ist also ein sehr flaues Profil, aber du hast hier die besten Möglichkeiten. Wir haben also hier diesen Bereich. Ich habe hier schon mal das vorher eingestellt. Im Normalfall hast du hier das 16:9, wenn dir das so gefällt. Aber bei so Landschaftsaufnahmen, bei so einem Film über ja, so einen Landschaftsspaziergang oder ähnliches, finde ich das sehr schön, wenn man das Kinoformat benutzt, das 2:35. Und ich stelle uns jetzt das mal hier hin. Dann haben wir hier die Aufnahme mit dem Logprofil. Jetzt kannst du beispielsweise, wenn du gern das Satte, ich mache das auch ab und zu sehr gern, wenn du das Satte-Profil magst, gehst du hier einfach auf die LUT von Insta und hast dann diesen Vivid-Effekt, also diesen kräftigen Ton, das Kräftige. Ist aber vielleicht nicht immer schön. Ist jetzt hier so, ich sage mal, das schaut sehr schön aus, aber wenn du so ein bisschen cinematisch machen möchtest, dann ist vielleicht das ein bisschen zu viel. Dann hast du hier in der App die Möglichkeit, dass du in die Einstellungen gehst. In den Einstellungen mit so einem flachen Profil gehe ich so vor, dass ich erstmal in die Farbtemperatur gehe und gehe dann hier ein bisschen Richtung Blau, um das Ganze ein bisschen abzukühlen und den Himmel oben, das Himmelblau schöner zu, ja, dass das Himmelblau einfach ein schöneres Blau ist. Wenn wir hier zurückgehen, ist es fast so ein Blaugrau. Wenn wir hier ein bisschen rüber gehen, dann wird der Himmel wieder schöner. Okay. Dann als zweites gehen wir zum Ton. Und hier, nachdem das eine Herbstaufnahme ist, gehen wir jetzt ein bisschen Richtung Rot, um die Brauntöne wieder besser rauszubekommen. In etwa so. Dann können wir die Highlights, wie in Photoshop, hier noch ein bisschen zurücknehmen. Und den Himmel eventuell hier noch, du siehst es, den Himmel noch etwas kräftiger zu machen, was sehr schön hier wirkt. Dann als letztes gehen wir in die Sättigung und jetzt geben wir noch ein bisschen Farbe rein. Okay. Vielleicht ist es fast zu viel. So in etwa. Ich möchte hier einen relativ natürlichen Look haben, so wie ich das in Erinnerung hatte, die Szene, und dann schaut es hier so eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Dann bestätigt man diese Einstellung und jetzt kannst du mit dem Keyframing beginnen. Du setzt also den ersten Keyframe und hier kannst du jetzt diese Objektive auswählen. Also hier Super Weitwinkel, Weitwinkel, Linear Plus, Linear Schmal. Bei so Landschaftsaufnahmen gefällt mir das Super Weitwinkel einfach am allerbesten. Und jetzt lassen wir das mal anlaufen und können jetzt mal stoppen. Können wir das eventuell noch mal ein bisschen, hoppla, ein bisschen ausrichten, hier zur Mitte. Setzen wir wieder einen Punkt. Das machst du hier so, wie du das Reframing gern hättest. Das ist jetzt nur einfach, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und dann läuft hier der Film so durch. Und jetzt kommt das Interessante, wenn du in der Insta360-App die Bearbeitung gleich in den Stories beginnst und die Filme, das Reframing machst, das Color Grading machst und eben die Filme gleich zusammenschneidest, kannst du am Schluss nur mit 1440 exportieren. Wenn du aber die Clips einzeln machst, was du jetzt auch am PC genauso machen musst, wenn du ins Studio das Ganze so machst, du kannst die Farben nicht einstellen, du kannst nur eben das Reframing machen, Color Plus und andere Filter, mehr ist nicht möglich, und dann das Ganze exportieren. Hier haben wir alle Möglichkeiten, und wenn wir jetzt auf Export gehen, du
Du siehst es, dann haben wir jetzt hier 4K. Die Bitrate ist auf 30, wie wir gefilmt haben. Und unten bei der Bitrate, da gehen wir auf das maximale 125, um das optimal hier rauszubekommen. Dann gehen wir auf, du siehst, das ist auf Nutzer definiert. Dann gehen wir hier auf Exportieren. Fertig. Dann gehen wir in unser Album. Hier haben wir den Film. Und jetzt haben wir hier unseren Landschaftsfilm, wie wir den jetzt reframed haben und das Color Grading gemacht haben. Das haben wir jetzt hier durch dieses schmale, breite Format und das nicht übersättigte einen gewissen cinematischen Touch. Also mir gefällt es hier jetzt sehr gut, wie das ist. Und es ist 4K. Jetzt, wenn du auf deinem Tablet, iPad, sonst was noch ein Schnittprogramm hast, wie LumaFusion oder CapCut, kannst du anschließend die Clips gleich hier zusammenlegen und das Ganze von dort dann auch wieder exportieren. Ist also eine wunderbare Geschichte. Du kannst aber auch die Clips auf deinem PC nehmen und dort zusammenfügen. Auf alle Fälle für das Exportieren in 4K und das Color Grading hast du in der Insta360 App super Möglichkeiten. Ich hoffe, dieser kleine kurze Tipp hat dir geholfen, dir was gebracht. Das Video hat dir hoffentlich gefallen. Bis zum nächsten Video. Servus.